Was geht ab, meine Z-Fighter? Osir hier. Und zuallererst wünsche ich natürlich jedem von euch ein schönes, frohes, neues Jahr. Genießt die kommende Zeit, Leute. Und passend dazu gibt es natürlich, passend zum Neujahr, sind die Login-Boni online und die Special Missions in Dokkan Battle. Am besten schauen wir uns das Ganze mal genauer kurz an. Und zwar, Neujahres-Login-Boni Part 1 immer noch, wohlgemerkt. Ist quasi nun online, wenn ihr das Video anschaut. Was bekommen wir da? Android 18, bekommt C18, eine neue C18. Was kann sie? Passive Skill. Sie gibt jeden Alliierten Key plus 1 und auf den Angriff und Verteidigung 20% und bekommt für jeden Key Orb, den sie einsammelt, 8%. Okay, ist gar nicht mal so schlecht. Heißt, jeder kriegt sie zum Login-Boni. Das sollte am 1. Januar geht das Ganze online um 6 Uhr morgens. Das heißt, um 6 Uhr morgens, wenn ihr euch einloggt und wenn ihr das Video anschaut, dann ist es schon quasi danach. Heißt, wenn ihr das Video anguckt dann und euch einloggt und euch schon eingeloggt habt zuvor nach 6 Uhr, bekommt ihr C18. 39 Stones gibt es total während der Periode. Die ganze Periode des Login-Boni-Events läuft vom 1. Januar bis zum 29. Januar. Okay, nice. Und das ist das Ganze, was es gibt, Leute. Und so können wir das Ganze mal hier angucken. Zum ersten Login, also zum 1.1. bekommen wir 5 Dragon Souls und Elder Kai Herkul-Statue, sehr cool. Und dann droppt das mal, also was heißt, ja, dann sind es immer 1 Stone pro Tag, wenn ich das so richtig sehe. Und viele andere Sachen quasi. Und geht bis zum 17. Aber nach dem 17., warum steht hier dann quasi 28. dran? Moment, hier stand das, ne? Richtig, genau, 28.1. Danach sollte Part 2 laufen, Leute. Und was auf Part 2 kommt, sind wir auf jeden Fall gespannt. Auf der globalen Facebook-Seite wurde zum Beispiel schon angeteasert, dass die Ella Andrews-Kampagne kommen wird. Und ich schätze mal davon, oder gehe davon aus, dass dann bei Part 2 passieren wird. Aber diese Login-Boni Part 1 geht quasi bis zum 17. Heißt, am 18. können wir damit rechnen, dass Part 2 läuft. Und heißt, während des First Logins, wenn ihr in den ganzen Event einmal anmeldet, dann bekommt ihr 18 Dragonstones. Ja, direkt auf die Hand. Ja, wegen 2018. 2018 Barber Points, finde ich nicht schlecht. 8088 Friend Points und 5-mal unsere Android C18. Warum 5-mal? Ganz klar, 4 für einen Dupe. Genau. Dann, boom. Neue Supreme Kai Missionen sind online, um damit auch die Potara Ohrringe für das Awakening von Vegito zu Transcendent Ultra wäre. Eigentlich. Das ist the biggest show, Leute. Das ist schon direkt fängt das neue Jahr an und Bandai trollt uns, denn wir schauen uns gleich an, wo ihr die ganzen bekommt. Es wurden, hier steht quasi dran, dass neue Supreme Kai Stones hinzugefügt wurden, mit denen auch die Potara Ohrringe und ein Elder Kai in Barbershop und so weiter und so fort. Aber wir brauchen ja für das Awakening von Vegito, schauen es am besten mal gleich an, direkt, Moment, zack, 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 zack. Für das Awakening von Vegito brauchen wir 30 Medaillen, aber bis dato könnt ihr ingame nur 21 bis jetzt sammeln. Mehr nicht, auch nicht vom Barbershop oder sonst wo. Und das ist halt, was ich meine mit Biggest Troll. Das ist schon wieder ein Troll, ja. Das ist quasi To Be Released Part 3 von Vegito. Ja, hier könnt ihr die Quest sehen. Ihr könnt einmal zum Beispiel draufklicken, Area 14. Wenn ihr hier random mal draufklickt, okay, ihr müsst das und das machen. Das sind quasi Missionen für die Quests. Steht alles dran, wo welche Stage ist. Könnt ihr hier gerne nachgucken, Leute, bei den Missionen. Bekommt ihr zwei Supreme Kai Stones. Und wenn ihr euch mal durchklickt, aha, bekommt man auch bei manchen Stones Potara Ohrringe. Und das sind eben diese Awakening Medaillen für Vegito, für den LR Vegito, um ihn von SR auf Transcendent, beziehungsweise SRUR auf Transcendent Ultra zu erwecken. Man braucht aber, wie gesagt, 30 Stück und bis dato sind in den Missionen hier nur 21. Ja, darüber kann man sich auf jeden Fall streiten, was das soll. Irgendwie sind wir schon dran gewohnt. Wann denke ich, werden weitere hinzukommen? Ich denke zu Part 2 hoffentlich oder vielleicht schon ein bisschen früher, weil den JP, der SSR Vegito, quasi der zukünftige LR Vegito, am 10. Januar eingeführt wird. Mit der Transcendent Ultra Version in den Daten, aber könnte auch sein, dass da quasi, dass sie da warten, so wie bei uns aufschieben. Müssen wir gucken, müssen wir abwarten, was da geht. Gut, dann haben wir noch ein letztes quasi Special Missions. Es gibt neue Spezialmissionen für 2018 Part 1. Sind quasi, oh, sorry, jetzt bin ich wieder zur Mission gegangen. Ich wollte eigentlich zu den News. Sind quasi Daily Missionen unter anderem und auch permanente Missionen während dem Zeitraum. Schauen wir uns am besten mal hier an. Hier, das sind sie. Auch wohlgemerkt Part 1 heißt, das wird wahrscheinlich auch bis zum 18. Januar gehen. Und danach wird Part 2 folgen. Und zwar kann man hier durch die Mission dann bis zu 28 Dragonstones holen, Elder Kai, Potential Nords und so weiter und so fort. Die Mission finde ich gar nicht mal so schlecht.
Der Zeitraum geht quasi von heute, wenn ihr es wieder anguckt, bis zum genau 18. auch. Und nach dem 18. 1 Uhr morgens ist unser Fall. Sollte dann Part 2 laufen, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was da abgeht. Aber bis dato, bis zum 18. könnt ihr, beziehungsweise wäre es cool, wenn ihr es macht, täglich einen Jankson holen, wie wenn ihr in den Quest, nee, nicht Quest, sondern wenn ihr täglich an sich 18 Stamina ausgibt, bekommt ihr einen Jankstone. Wenn ihr irgendeine Quest-Stage, Leute, Quest-Stage, kein Event, sondern Quest-Stage, also quasi von der Story irgendeine Stage spielt, bekommt ihr Training-Items und wenn ihr 3 Stages spielt, bekommt ihr eine goldene Herkules-Statue. Dann, in dem ganzen Zeitraum bis zum 18., von heute bis zum 18. Januar, nicht daily, sondern ohne Time, also permanent sind da, wenn ihr das einmal schafft, heißt, wenn ihr in dem Zeitraum 5 Quest-Stages macht, bekommt ihr einen Jankstone bei 10 Trainingsroom, bei 15 Side-Jankstones, bei 18 Potential Ops, finde ich sehr gut. Bei 20, ist quasi schon ein Teaser für die L-Android-Kampagne. Bei 20, 3 Dragonstones, bei 25, 1 Elderkai und bei 30, 5 Dragonstones. Und das ist quasi diese Mission, ist, finde ich, sehr gut. Das ist quasi eine Belohnung dafür, dass man die Supreme Kai Stones und die Potara-Medaillen farmt. Die farmt man über die Stages und da werden wir noch dann zusätzlich belohnt mit verschiedenen Sachen wie Dragonstones, Orbs, Elderkai und so weiter und so fort. Dann vielleicht noch eine kleine Anmerkung, Potential Packs sind online, Neujahrespacks, was könnt ihr da holen? Könnt ihr mit Pilastrof gerne mal vorbeischauen. Da bekommt ihr Potential Orbs und 10 Christmas Tickets für 21 Euro. Sie haben die Potential Orbs ein bisschen höher gesetzt, ist gar nicht mal so schlecht. Das, womit sie uns wahrscheinlich locken wollen, sind dann diese 10 Christmas Tickets, was ja 2 garantierte SSR sind. Und darüber kann man sich streiten, ob man 21 Euro dafür ausgeben will. Und als Zeit garantiert SR hat oder als Stones kaufen will und keine Garantie für, also für ein SR hat, der man damit sammelt. Also ist jedem sein Geschmack. Ich wollte es auf jeden Fall nur sagen, dass es quasi eine Option ist. Und dann, wie gesagt, das sind alles eine Mission. Könnt ihr euch gerne angucken. Das sind eben diese permanente Mission, Daily Mission und so weiter und so fort. Was wird uns noch bevorstehen in Part 1? Können wir auch gerne kurz anschauen. Da wird natürlich dann auch zu einem separates Video kommen. Aber quasi, wenn ihr das Video schon anguckt, damit ihr da Bescheid wisst und euch nicht wundert, wird schon ein Banner online sein, und zwar der Hybrid Saiyan Banner, also quasi der Kategorie-Banner zu Ultimate Gohan. Denn in Zukunft wird es immer so sein, dass zu dem Dokkan Festival bzw. zu dem Kategorie-Leader auch dessen Kategorie-Banner online kommen wird. Was ist so ein Kategorie-Banner? Ihr bekommt da pro Mutlisam einen garantierten SSR, einen gefeatureten. In den Kategorie-Banner sind die Kategorie-Charaktere des aktuellen Kategorie-Leaders drin, in dem Fall von den Hybrid Saiyans. Es sind quasi, ja, es ist kein Muster zusammen, wenn ich ehrlich bin, es dann euch fehlt wirklich ein, ihr habt einen Hybrid-Leader, also Ultimate Gohan, und ihr wollt ein paar Charaktere noch, könnt ihr da aufstocken, aber in den Banner sind auch alle LR, aber zumal wir halt wissen, wie die Rates davon sind. Und eigentlich das so, so hast du in JP und letzten Kategorie-Banner, dass, die ersten 3 Mutlisam reduziert sind, also 3x3 Stones könnt ihr da zahlen und dann bekommt ihr 3 Mutlisam, 3 vollwertige. Und ja, das ist dann jedem seine Meinung, ob der da reingehen will oder nicht. Ich werde im ganzen Versuch geben, ganz klar wegen den LRs. Ja, Majin Vegeta, wenn ich eine Chance habe, wie gesagt, probiere ich das Ganze. Aber das ist dann im separaten Video. Die Stage wird online kommen ab 37. Also wenn ihr das Video anguckt, ist schon online. Story Stage zu Trunks. Und das ist auch ganz cool und wichtig. Hidden Potential werden ab heute, jeden Tag unter der Woche, alle werden online sein, alle Hidden Potential Stages sind schon online quasi, unter der Woche auch. Ich empfehle euch, die auf jeden Fall zu machen, denn Orbs sind ganz wichtig, Leute. Auch wenn ihr sie jetzt nicht braucht, ihr werdet sie brauchen. Und dreifach Experience ist in den Stories auch online. Somit, ja, wenn wir eh die Supreme Kai Stones farmen müssen, durch die Quests und die Medaillen, bekommen wir auch noch Experience drauf. Ist wirklich sehr, sehr gut. Also sie belohnen uns quasi noch ein bisschen mehr, dass wir da die Supreme Kai Stones farmen und die Potara Medaillen. Dann, auch ganz wichtig, wurden die, manche Items wurden gereset im Barbershop. Heißt, wenn ihr noch Elderkai von dem Barbershop geholt habt, schaut da nochmal vorbei, dann könnt ihr sie wieder mit den Incredible Gems holen. Die unteren Sachen kommen erst später dann soweit dazu, wenn das Ganze online geht. Aber wie gesagt, Leute, Login-Bonus online, Special Missions, C18, wenn ihr euch einloggt nach dem Video oder wenn das Video online ist, dann solltet ihr schon alles bekommen quasi, bekommt ihr alles auch, wenn ihr euch einloggt. C18 ist da, Login-Boni, gar nicht mal so schlecht, direkt 18 Stones auf einmal und bis zu wirklich, wie viele waren das, guck mal gerne, 28 von der Mission, glaube ich, und hier waren das bis zu 39, also wer, das ist bis zum 18, ja, in 2-3 Wochen bekommen wirklich gute Stones, kann man es nicht meckern,
Ich hätte damit nicht gerechnet, dass wir auf einen Haufen Direktions bekommen. Haben wir doch bekommen. Finde ich gut. 18 Stück kann man mit Leben, 30 gesammelt quasi fast. Anyways, Leute, dann hoffe ich, dass wieder euch gefallen. Wie gesagt, ja. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch. Genießt das neue Jahr. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.